Ritualbecken. Da ist eine kleine Schlange. Ist das eventuell die Weltenschlange? Aber sollte die nicht eigentlich noch größer sein? Ist das der Schlangengott? Bin mir nicht sicher. Ob das wirklich diese Schlange sein kann. Alle paar Jahre nehmen wir Wanderer auf, die sich unserer Siedlung anschließen wollen. Und alle paar Jahre muss ich das Gesetz des Sumpfes predigen. Alles im Sumpf muss man sich verdienen. Nichts gibt es umsonst. Nichts wird geschenkt. Und unserem Gott zahlen wir den ultimativen Zehnten. Den ultimativen Zehnten? Was ist das? What the fuck? Was war das gerade? Wir kämpfen doch jetzt nicht gegen eine riesige Schlange, oder? Also wenn das wirklich die Schlange ist, die auch mit Ratma geredet hat. Also die Ratma die Prophezeiung gebracht hat. Dann sollte sie ja eigentlich kein Feind sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier von der gleichen Schlange reden. Scheinen den richtigen Weg gefunden zu haben. Hört ihr das? Klang jetzt gerade wie ein riesen Reptil, aber eher so wie ein Krokodil oder sowas, nicht wie eine Schlange. Das muss es sein. Schlangenkönigin. Nee, das ist nicht die Riesenschlange. Ja.
macht mal die Eier erstmal platt. Hätte ich vor dem Kampf wahrscheinlich schon klären können. Aber ein paar extra Leichen schaden eigentlich nie. Mystisches Räucherwerk. Abkürzung. Dankeschön. Ach, da seid ihr ja. Ich mache die ganze Drecksarbeit, ja, und ihr faulenzt einfach bloß rum, ihr Schweine. Okay. Dann geht's weiter. Was glaubt ihr, warum Elias nach Unsterblichkeit trachtete? Warum trachtet irgendjemand nach Unsterblichkeit? Jeder möchte unsterblich sein. Jeder. Oder? Wer möchte sterben? Das Ritual zur Beschwörung Liliths wird ihm viel abverlangt haben. Vielleicht befürchtete er, dass er es nicht überleben würde. Und ich bin sicher, dass er damit gerechnet hat, sich auf dem Weg Feinde zu machen. Ich habe wohl, was wir brauchen. Gut, ihr habt das Räucherwerk gefunden. Ich bewahre es für uns auf. Nur, du nimmst es wieder. Während der Fortwart hat sich Timoel mit uns angefreundet. Also, zumindest mit Lorat. Er hat wohl ein Händchen für alte Frauen. Aha, der Casanova. Ico, Ico, Ico. Dafür ist das Räucherwerk bestimmt. Er ist nicht weit von hier. Nicht weit von hier. Ach komm, das ist doch am anderen Ende der Welt hier. Ja, ein Schatzgoblin. Was ist das hier? Tötet die Kanalisiererin, um die Riten zu unterbrechen. Ich lege mal ein paar Leichen ab. Die extra Belohnung auch geschafft. Sehr schön. Was denn jetzt Feines? Den hatten wir schon. Beihand. Ne, danke. Das ist eine maximale Aufladung von Entrinnen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wir benutzen Entrinnen aber ziemlich wenig auf dem Necro, muss ich sagen. Auf dem Hunter, dem Jäger, wo man viel auch ausweichen muss. Da macht das übelst Sinn, zweimal Entrinnen zu haben. Basisfertigkeiten, ne, benutzen wir nicht. Okay. Weiter geht's.
Oh, das ist ein Schrein. Hätte ich fast übersehen. Altar meine ich. Aber warum dachte Tyrael, dass die Horadrim eine Lösung sein könnten? Wir waren keine Ahnung. Keine Lösung. Wir sind. Die Welt braucht Beschützer. Ja, das ist blöd, dass es gerade mal 3 von euch gab und einer von euch will jetzt die Welt vernichten. Super Leistung, super. Also, was jetzt? Das Räucherwerk sollte uns einen Weg zum Baum weisen. Wie dieser aussieht, kann ich nicht sagen. Die Zeit für Fragen, Nerell, ist vorbei. Verdammt, sie müssen uns gerochen haben. Stinkst du, oder was? Ich sag doch, das Lorax sollte weniger saufen. Nicht immer unbedingt bei den Schweinen schlafen und vielleicht so einmal im Jahr ein Bad nehmen. Wenn ihr bereit seid, entzündet das Räucherwerk. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt passieren soll. Wir können jetzt mit dem Baum reden? Mit dem flüsternden Baum? Bin ja mal gespannt. Was jetzt? Wir warten darauf, dass der Weg erscheint. Ist das wieder irgendwas ja mit Bekiffen und dann Wahnvorstellungen und so, oder? Das ist eine große Schlange. Hey, kommt schon. Wacht auf! Ich glaube, es hat funktioniert. Wie lange war der Part der Schlange? Ich weiß nichts, aber ich sehe etwas. Ich sehe was, was du nicht siehst, und ja, das könnte mich mit einem Happen. Okay. Belohnung einfordern, was? Klar, her damit. Fertigkeitenpunkt. Wir haben sogar 2 Fertigkeitenpunkte. Also einen würde ich in die stärkere Heilung setzen. Ja, also für die Skelette. Und den anderen eventuell. In die Leichenexplosion. Warum ist der Schaden runtergegangen? Ich hatte doch mal einen höheren. Dir einer mal das Spiel. Oder doch lieber in die Essenzerzeugung.
Weil ich dadurch dann auch öfters wieder Pest einsetzen kann. Macht auch Sinn, ne? Also, ihr könnt das Ding da auch sehen. Dieses Geschöpf. Es ist prächtig. Ich sehe mich selbst in seinen Schuppen. Ich gehe darauf wie auf einem Weg durch den Sumpf. Die Schlange ist der Weg. Schlange? Wovon sprecht ihr da? Seht ihr sie denn nicht? Nein. Nur eine Rauchwolke. Oh. Also die Kleine steht also auf große Schlangen, ja? Mhm. So als Jäusnalus geweichen als dir. Gesundheit? Nach oben ging's ja nicht. Oh! Der Bereich liegt außerhalb der Karte. Wie denn jetzt? Jetzt bin ich minimal verwirrt. Super und so. Wow. Aber was bringt das? Ja, gute Dame, können Sie bitte aufhören, mir den Weg zu versperren? Hier geht's wieder lang. Aber irgendwie nicht richtig. Jetzt gehen wir doch völlig woanders hin, oder? Nee, da kommen wir ja gar nicht mehr zurück. Hä? Ich brauche mehr Zeit. Da ging's doch nicht durch. Oder weil er gesagt hat, nee, ich sehe bloß Rauch, konnten wir doch gleich durchgehen. Das wäre eine Möglichkeit. Ging es doch gar nicht hoch. Das war blockiert.
Es war wahrscheinlich bloß blockiert, bis ich das Questgespräch gemacht habe. Oh, ich bin ein Trottel. Okay. So viel dazu. Karina hat sich eingeloggt. Ach, ein Kumpel. Teufel nochmal. Ich kann die Schlange sehen. Was zeigen euch die Schuppen? Ein Reh in einer Falle. Oh, Vorsicht! Weg voranfinden. Unter der Schlange ist eine Öffnung. Gerade groß genug für mich. Ich glaube, sie will, dass ich... Nein, bleib hier! Bleib hier! Macht euch nicht lächerlich. Wir müssen dem Weg folgen. Ja, toll. Diese Traumschlange oder hat sie uns in die Falle gelockt? Das ist eine coole Frage. Ich bin noch nicht bereit. Naja, aber so schwer sind die Kämpfe ja nicht. Kann mich gemütlich hinstellen. Und zugucken. Was? Ha! Leiter! Die bringt uns eine Leiter! Das ist gut. Und Kopfhörer tun gerade wieder weh. Ich weiß nicht, warum die das tun. Die liegen stundenlang da an und kein Problem. Und dann auf einmal fängt es an, weh zu tun. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Gesundheit. Irgendwas von Shots, habe ich gehört. Wodka-Shots. stimmt was nicht? Fühlt ihr das? Der Sumpf beobachtet uns. Flüstert uns zu. Das ist das Räucherwerk. Besoffen. Es spielt unseren Köpfen einen Streich. Nur eine Illusion. Er hört uns. So gut wie ihr, Wanderer. Der alte Mann steckt voller Geheimnisse, wie unser Dieb Elias. Zwei vom gleichen Schlag. Vielleicht ist es das, was wir brauchen. Okay. Schlange noch hier? Ja. Ich sehe die Schlange nicht mehr, aber
Sie ruft nach mir. Direkt vor mir. Dieses Mal kommen wir nicht vorbei. Aber sie ist verletzt. Oder will sie uns sagen, wir sollen sie verletzen? Ein kluger Gedanke. Ernsthaft? Also, wer wird es anstupsen, um zu sehen, ob es sich bewegt? Ernsthaft? Was kann schon schiefgehen? Ein bisschen creepy. Das ist der Weg. Helft mir, dieses tote Holz wegzunehmen. Versperrt wieder unseren Pfad. Haltet die Augen offen. Macht das die Schlange? Vergesst die Schlange. Tötet einfach diese Dinger, bevor sie uns töten. Warum greifen meine Skelette nicht an? Irgendwie verbuggt oder was? Die greifen uns nicht an und meine Skelette greifen sie auch nicht an. Ich brauche mehr Zeit. Jetzt kämpfen wir, glaube ich. Der Suche nach Antworten. So viele versagen. Werdet ihr wie diese Seelen sterben? Mit einer Frage auf den Lippen? Nö. Oder vielleicht doch. Still jetzt. Still. Ist ja gut. Ihr seid nicht echt. Ein alter Trunkenbold will entscheiden. Was real ist. Nikola. Wir sind real. No. Seht, es bewegt sich. Wie das Gesetz des Sumpfes. Ich habe sie zu schnell getötet und dadurch den Text ein bisschen unterbrochen. Um die Antworten zu erhalten, nach denen ihr sucht, müsst ihr bezahlen. Ein Kopf okay. Gegen Wissen. Ich dachte da eher so an 3,50. Free Fiddy. Noch nicht. Zunächst dienen sie einem anderen Zweck. Okay.
Wir haben es geschafft, würde ich sagen, oder? Ich weiß, dass ihr diesmal die Stimmen gehört habt. Wer waren sie? Ich weiß nicht. Wir dürfen hier nichts und niemandem trauen, aber wir müssen weiter. Die haben sich einfach nur bekifft, ja, und laufen jetzt übelst verpeilt durch den Wald und denken sich dazu eine übelste Background-Story aus für spätere Generationen, wenn sie das dann erzählen, ja. Das war eine epische Schlacht, wie wir damals triumphal durch den Wald geschritten sind und alle Schlangen niedergemetzelt haben. Ja, sorry. Wegfaller Schuppen, das habe ich in der Spiegelung gesehen. Wir sind ganz nah. Recht mit dem flüsternden Baum. Ah, okay, na dann erzähl mal was. Mittlerweile glaube ich ja, dass alles hier reden kann. Sogar ein Baum. Da hängen Köpfe. Warum seid ihr hier? Wir suchen einen Mann. Namens Elias. Elias, ein gerissener Mann. Er steht in der Schuld des Baumes. Der Baum handelt mit Gedanken. Eine Einsicht für einen Kopf. Er ist der Erste von uns, der sich der Zahlung entzieht. Sagt ihr uns, was ihr ihm gesagt habt? Wenn wir ihn aufhalten, kann der Baum die Schulden eintreiben. Er suchte den Weg, Lilith zu beschwören. Doch unterwegs machte er an einem Ort Halt, der sich dem Blick des Baumes entzieht. Das könnte erklären, warum er einfach nicht stirbt. Ich kann kaum noch zählen, wie oft wir ihn schon getötet haben. Deshalb ist Thaisa so kläglich gescheitert, seinen Kopf einzufordern. Der Ort, an dem Elias Halt machte. Wie können wir ihn erreichen? Sucht nach einem Sarg hinter den Wracks. Er wird euch an euer Ziel bringen. Findet heraus, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Denn der Baum kennt sie nicht. Ein Sarg hinter den Wracks? Also Schiffwracks? Wie geht es jetzt weiter? Wenn es Wracks zu durchsuchen gibt, dann an der östlichen Küste. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Kommt uns nach, sobald ihr könnt. Oh, hier ist ein Wegpunkt. Den schnappen wir uns auf jeden Fall gleich mal. Das heißt, hier an dem Baum, direkt neben dem Baum, ist eine Stadt. Ja, wir hätten hier nicht irgendwie wild durchwurscheln müssen. Wir hätten einfach zu der Stadt gehen können und von da aus zu dem Baum. Dieses Spiel verarscht uns. Keine Stadt? Aber da standen doch Dienste. Dienste, Truhe, Schmied und Juwelenhändler, nicht Juwelier. Aber wo sind die?
Okay. Merkwürdig. Aber okay. Was? Hallo? Was ist denn Jens los? Geister? War hier mal eine Stadt? Ja, Geister. Was zum... Ich muss jemanden davon berichten. Irgendein Dolch hier gefunden. Bestimmt zu einer Quest gehört. Nebenquest nehme ich mal an. Ja, sind wir jetzt schon durchgelaufen, ne? Gerade eben. Nur, dass die Hälfte der Wege durch die Schlange blockiert war. Ohne die Schlange hätten wir dort quasi leichter durchgefunden. Die Schlange hat es uns nur schwerer gemacht. Ja, seid ihr mal ehrlich. Die Schlange hat es uns nur schwerer gemacht. Das ist verdächtig. Sag ich doch. Stufe 38 plus. Da muss ich absteigen und ein bisschen was töten. Bin wieder ein bisschen underlevelt. Und nur? Was soll überleben da? Easy, oder? Gern geschehen. Gehabt euch wohl. Geh wahrscheinlich gleich mal wieder in die Stadt zum Verkaufen. Ja, bisschen Platz machen, oder?
Und dann sehen wir uns dann hier wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, bis gleich, Leute, ne? Hey! Moment! Gleich, Leute.